Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, 36 Jahre. Nachkomme eines schwäbisch-katholischen Reichsrittergeschlechts. Sein Bruder Berthold wurde ebenfalls nach dem 20. Juli hingerichtet. Stauffenberg war ein geistig vielseitiger Mensch. Und er war mit Leib und Seele Soldat. In Polen und in Frankreich ist er noch begeistert mitgestürmt. Erst in den Jahren danach kommen ihm schwere Zweifel. Während seiner Tätigkeit im Generalstab erkennt er, dass Hitler die Existenz Deutschlands aufs Spiel setzt. Sein Ahnherr war der preußische General von Gneisenau, der einen Volksbefreiungskrieg gegen Napoleon vorbereitete. Er wird zum Vorbild für den Verschwörer von 1943. In Tunis wird Stauffenberg schwer verwundet. Später rückt er ins Zentrum des Widerstands. Als Stabschef beim Ersatzheer hat er Zutritt zu Hitlers Konferenzen. Nun muss er den Putsch lenken und auch die Bombe zünden. Auf Befehl des Generalobersten Beck darf er sich nicht selber opfern. Sommer 1944. 40.000 deutsche Kriegsgefangene erheben sich zum Marsch durch Moskau. Sie sind die Überlebenden von drei vernichteten deutschen Armeen. Den Geschlagenen voran marschieren 20 deutsche Generäle. Über vielen hängt schon der Schatten des Todes. Von über 3 Millionen deutschen Gefangenen sind mehr als 1 Million in Russland gestorben. Kommentar der russischen Wochenschau: Ein jeder von ihnen kann deinen Sohn getötet haben. Sowjetische Kriegsgefangene. Von fast 6 Millionen sind 3,3 Millionen in deutscher Gefangenschaft umgekommen. Nach der Vernichtung der Heeresgruppe Mitte suchen die Verschwörer Verbindung mit den deutschen Kommunisten, die seit 1933 aus dem Untergrund gegen Hitler gekämpft haben. Mit Zustimmung Stauffenbergs treffen sich die Sozialdemokraten Leber und Reichwein mit Vertretern der KPD. Die Träume von der Weltmacht sind zerronnen. Bis an die Wolga und an den Atlantik, vom Nordkap bis nach Ägypten haben deutsche Soldaten die Hakenkreuzfahne getragen. Nun versetzen die Alliierten Deutschland den Todesstoß. Juli. Leber wird verhaftet. Stauffenberg kann nicht länger zögern. Er muss seinen Freund aus der Gestapo-Haft befreien. Dr. Julius Leber, 53 Jahre. Einer der kraftvollsten Männer des zivilen Widerstands. Stauffenberg hätte den Sozialdemokraten gern als Reichskanzler gesehen. Lebers letzte Worte: Für eine so gute und gerechte Sache ist der Einsatz des eigenen Lebens der angemessene Preis. Der Tag X. Hitlers Wolfsschanze in Ostpreußen. Stauffenberg ist zur Lagebesprechung befohlen. In der Aktentasche trägt er die Bombe. 20. Juli, 12.50 Uhr. Eine Explosion zertrümmert Hitlers Lagerbaracke. Sofort wird das ganze Gelände abgesperrt. Stauffenberg und sein Adjutant von Haften rasen mit dem Auto zum Ausgang. Sie müssen zwei Sperren passieren. Sie werden von den Posten aufgehalten und kommen durch. Um 13.15 Uhr startet Stauffenberg mit dem Flugzeug nach Berlin. Dort wird er dringend gebraucht. 20. Juli 1944. Ein historischer Tag. Aber für die Berliner ist es nur ein schöner Sommertag. Kein Fliegeralarm stört die Ferienidylle. Noch gestern waren die alliierten Bombergeschwader über der Stadt. In England haben die Bomberpiloten auf den Flugplätzen heute eine Ruhepause eingelegt. Oberst von Stauffenberg kann ungehindert Berlin anfliegen. Zoologischer Garten. 2 Kilometer entfernt sitzen die Verschwörer im Heeresamt an der Bendlerstraße. Sie warten auf Stauffenberg. Auch in Prag, in Wien, in Paris warten Offiziere auf das Signal. Niemand weiß genau, ob Hitler wirklich tot ist. Kostbare Zeit vergeht. Erst um 4 geben General Olbricht und Oberst von Merz das Stichwort. Unternehmen Walküre läuft. Ahnungslos sitzen die Menschen am Kurfürstendamm. Ein paar Kilometer weiter entscheidet sich das Schicksal Deutschlands. Um 4:30 endlich kommt Stauffenberg in der Bendlerstraße an. Er berichtet, Hitler sei tot. Generaloberst Fromm, der Befehlshaber des Heimatheeres, weigert sich mitzumachen. Er erklärt Stauffenberg, Olbricht und Merz für verhaftet.
fiel mir in diesem Augenblick der schwer erschütterte Eindruck des Generalobersten auf. Er macht einen schwer erschütterten Eindruck. Jawohl. Er sagte mit schwerer Stimme, Sabrozinski, der Führer ist tot. Ich selbst war durch diese furchtbare Mitteilung wie vor den Kopf geschlagen und weiß nicht, ob ich irgendetwas geäußert oder gestammelt habe. Dieser erste Teil des Gespräches, den haben Sie bisher anders dargestellt. Sie haben gesagt, dass der Generaloberst noch etwas weiteres Ihnen gesagt hat. Sabrozinski, der Führer ist tot. Man setzt mich oder man will mich unter unerhörten Druck setzen. Ich soll irgendwelche Maßnahmen erlassen. Man will mich hier unter unerhörten Druck setzen, dass ich irgendwelche Maßnahmen erlasse. Sie haben früher gesagt, Frau Stauffenberg sich halb aufrichtete und eiskalt sagte, ich habe es getan. Der Generaloberst rief aus, Stauffenberg, haben Sie eine Pistole? Stauffenberg, haben Sie eine Pistole? Dann wissen Sie ja, was Sie zu tun haben. Dann wissen Sie ja, was Sie zu tun haben. Stauffenberg antwortete, das werde ich nicht tun. Das werde ich nicht tun. Darauf rief der Generaloberst, Merz, holen Sie mir eine Pistole. Merz, holen Sie mir eine Pistole. Merz antwortete, ich bin in Schutzhaft. Ich bin in Schutzhaft, aber ich möchte hier eine Pistole holen. Dann? Darauf rief Stauffenberg aus, wenn hier einer in Schutzhaft genommen wird, dann sind Sie es. Herr Generaloberst. Wenn hier einer in Schutzhaft genommen wird, dann sind Sie es, Herr Generaloberst. Herr Generaloberst, Sie sind verhaftet. Herr Generaloberst, Sie sind verhaftet. Der Berliner Polizeipräsident Graf Heldorf. Als er in die Bendlerstraße kommt, hat sich Generaloberst Beck bereits an die Spitze des Aufstandes gestellt. In der Bendlerstraße merkte ich sofort beim Eintreffen, dass also irgendetwas Besonderes passiert sein musste. Denn das Tor unten war militärisch gesichert. Ja, nun war es Ihnen ja sonnenklar, was es war. Da bin ich raufgegangen und über das Vorzimmer vom General Olbrich in das, sein Dienstzimmer hineingegangen. Er nahm mich dort in eine Ecke und sagte mir in Gegenwart seines Chefs, dass der Führer tot sei. Ja. Dass die Wehrmacht die vollziehende Gewalt übernommen hätte, ja. Dass die Befehle an die Truppe bereits rausgegangen seien, ja. Und dass Ausnahmezustand herrscht. Ja, und nun? Ich habe darauf gefragt, ob das der Wahrheit entspräche. Ob das auch wahr sei? Hat der General Olbrich mir das sehr ernst und feierlich versichert. Dass ja, das so wäre. Er hatte in dem Augenblick auch eine entsprechende Meldung. Jawohl. Er sagte mir, fahren Sie zur Polizei und veranlassen Sie das Erforderliche. Und veranlassen Sie das Erforderliche? Ich habe telefonisch die Polizei alarmiert. Sie haben dann die Polizei alarmiert, also alles nun getan. Befehl, Olbrich, dich unterstellen. Und? Dann bin ich in die Karlstraße gefahren, das Kommando. Im Kommando fand ich einen Zettel vor von, ich weiß nicht, Dr. Goebbels oder dem stellvertretenden Gauleiter. Ja. Dass ich also anrufen möchte. Hitler lebt. Wenige Stunden nach dem Attentat empfängt er den Dutschel. Die Explosion hat 4 Männer seines Stabes getötet. Er selber hat nur Prellungen. Damit ist der Putsch gescheitert. Hitler schickt Gegenbefehle aus dem Hauptquartier. Gegen den lebenden Hitler sind die Verschwörer machtlos. Die Wehrmacht hält den Eid auf den Führer. Generaloberst Höppner. Dann fragt der Generaloberst, warum sind die Tür am Rahmen? Zu beiden Seiten von ihm noch Ziere mit verschiedenen Pistolen. Ja. Was? Welches Zimmer war das? Das ist zum Dienstzimmer vom Generaloberst Romm. Das Dienstzimmer vom Generaloberst Romm. Und sagte, so meine Herren,
Jetzt mache ich das ebenso mit Ihnen, wie Sie das heute Mittag mit mir gemacht haben. Jetzt bitte ich zu handeln. Daraufhin nahm ich weg die Pistole und sprach noch ein Wort und setzte dann an und schoss. Die Kugel ging aber oben in die Decke. Er hatte hier bloß eine Wunde. Er sagte etwas taumelnd, ist denn das richtig losgegangen? Und in dem Augenblick sagte Fromm, helfen Sie dem Herrn. Helfen Sie dem Herrn? Jawohl. Also zwei Offizier, die links von ihm standen. Ja. Und diese beiden Offizier gingen auf ihn los und er sagte also in den Sessel, der hinter ihm stand. Dann sagte er, nehmen Sie ihm die Waffe ab. Sagte Fromm. Und dann sagte er, nein, nein, die will ich behalten. Bitte sehr, Sie haben Zeit für den zweiten Schuss. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wollen Sie denselben Weg gehen weg? Sonst muss ich Sie verhaften. Ja. Auch wenn sagte er, Frau, ich fühle mich nicht in dem Sinne schuldig und als Schweine und dass ich jetzt selber mich richten muss. Ich will das, was ich getan habe, auch von meiner Familie verantworten. Ich fühle mich nicht in dem Sinne schuldig und als Schweinehund. Ich will das, was ich getan habe, auch vor meiner Familie verantworten. Jawohl. Sagen Sie mal, welche zoologische Charakterisierung hätten Sie denn nun als Gericht hier angesehen, für das, was Sie getan haben? Wenn Sie dies ablehnen, ja. Ist nur Nein! Der Esel ist eine Sache des Intellekts. Schweinehund ist eine Sache des Charakters. Dann sagt er, so, also im Namen des Führers, ein Standgericht von mir, ich erinnere mich, ob er sagte, berufen oder hat stattgefunden, ein Standgericht von mir hat vier Herren zum Tode verurteilt. Und zwar hier diesen Herrn, den obersten Generalstab Merz, den General Infanterie Olbrecht, diesen Oberst, dessen Namen ich nicht mehr kenne, damit meinte er Schaufelde, und diesen Oberleutnant hier. Ich sagte noch zu der, dort, wie Oberleutnant, fast also einen von den Herren, die neben ihm standen, die nehmen wir ein paar Leute und werden sie sofort unten im Hof dieses Urteil sofort vollstrecken. Stauffenberg starb mit den Worten: Es lebe das heilige Deutschland. 3 Monate danach. Staatsbegräbnis in Ulm. Unser Führer und oberster Befehlshaber übermittelt Ihnen durch mich seinen tiefgefühlten Dank und aufrichtigsten Abschiedsgruß. In stolzer Trauer senkt die deutsche Wehrmacht die Fahnen und grüßt sie zugleich mit dem gesamten... Generalfeldmarschall von Rundstedt verbreitet die Lüge vom Heldentod Rommels. Hitler wollte den populären General nicht vor den Volksgerichtshof stellen. Darum befahl er ihm den Selbstmord. Rommel hatte um die Putschpläne gewusst. Wir werden das Gedenken bewahren. Ihr Heldentod weist uns allen erneut die Parole: Kampf bis zum Sieg. Nach dem 20. Juli steigert die Propaganda den Personenkult um Hitler. Sein Überleben soll die verlorenen Schlachten wettmachen. Der Führer besucht im Lazarett die bei dem Attentat verletzten Mitarbeiter und Angehörigen des Wehrmachtführungsstabes. Wenn ich heute zu Ihnen spreche, dann geschieht es aus zwei Gründen. Erstens, damit Sie meine Stimme hören. Zweitens, damit Sie aber auch das Nähere erfahren über ein Verbrechen, das in der deutschen Geschichte seinesgleichen sucht. Eine Reihe von mir teuren Mitarbeitern sehr schwer verletzt. Einer ist gestorben. Ich selbst bin völlig unverletzt. Ich fasse das als eine Bestätigung des Auftrags der Vorsehung auf, mein Lebensziel weiter zu verfolgen, so wie ich es bisher getan habe. Es ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Nach seiner wunderbaren Errettung sind dem Führer aus allen Teilen des deutschen Volkes unzählige Beweise der Dankbarkeit und Treue zugegangen. Dr. Goebbels spricht. Im ganzen Raum gab es nur eine einzige Stelle innerhalb der enormen Detonationswelle, die davon verhältnismäßig
unberührt blieb. Und das war die, an der der Führer am Kartentisch saß. Teilnehmer der Besprechung sind durch die Kraft der Explosion viele Meter weit aus dem Fenster herausgeschleudert worden und ihre Uniformen wurden in Fetzen zerrissen. Ich kann nur sagen, dass wenn die Errettung des Führers aus höchster Lebensgefahr kein Wunder war, es überhaupt keine Wunder mehr gibt. Wunder glauben, Durchhalteparolen. Sieg an unserer Fahnen heftet werden, wie ich je in meinem Leben an etwas festgeglaubt habe. Totaler Krieg, totale Vernichtung. Und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. Nun, Volk, steh auf und Sturm bricht los! Der Sturm bricht los, aber über Deutschland. Der Himmel über Deutschland gehört den Alliierten. Das letzte Aufbäumen der Wehrmacht verlängert nur noch das Leben der Hitler, Himmler und Goebbels. Der Aufstand vom 20. Juli hätte Deutschland nicht mehr retten können. Aber 9 Monate Sterben, 9 Monate Zerstörung wären Europa erspart geblieben. Die schönen alten deutschen Städte gehen im Feuerregen runter. An den Fronten, auf der Flucht, in den KZs sterben in diesen 9 Monaten mehr Menschen als in den 5 Jahren zuvor. Die Prozesse vor dem Volksgerichtshof gehen weiter. Die Henker haben alle Hände voll zu tun.